Morgen die AAC kommt, das heißt, ich gehe jetzt nochmal einkaufen und stock mich nochmal auf fürs Wochenende. Die Leute oder die Boote von der Ile du Soleil, das sind ja alles französische Boote, die fahren jetzt rüber in die Karibik, die starten jetzt gerade als erste. Ja, wie du vielleicht weißt, waren wir ja in Gran Canaria, in Las Palmas. Ja, haben ganz viel eingekauft, großes Power-Shopping auch mehrmals. Ja, wir haben ja alles gut weggeräumt, wir haben ja alle möglichen Getränke gekauft, ja, alles Dosen und dergleichen, also alles so haltbare Sachen, Nüsse und natürlich auch Süßigkeiten für Sven. Und eigentlich haben wir uns auch gedacht, naja, für ein halbes Jahr, das reicht ungefähr, das passt schon. Jetzt ja, schreibe ich aber gerade noch mal alles auf, wo alles liegt und wie viel wir haben, aber auch mit Verfall, damit halt Sven im Überblick hat, wann was schlecht wird, wann nicht, damit wir das halt nicht wegschmeißen müssen. Und ja, und jetzt habe ich das halt alles so ein bisschen sortiert und aufgeschrieben. Und ich denke eher, dass es ein Dreiviertel bis ein Jahr reicht, weil wir echt Unmengen. Wir haben halt viel Plätzchen und Cracker, natürlich auch Schokolade und so ein paar Küchlein, also alles querbeet, was so Sven in den nächsten paar Monaten oder im nächsten Jahr alles brauchen könnte. So viel nascht er mittlerweile nicht mehr, aber halt so Schokolade haben wir natürlich ganz viel. Und seine Gummibärchen, deine heißgeliebten Gummibärchen. So, ja, ich war heute noch ganz arg fleißig, habe einiges geschafft, wo ich echt stolz, mega stolz auf mich bin. Ja, einige Sachen halt am Computer vorbereitet jetzt. Ja, auf jeden Fall treffe ich mich jetzt mit einem anderen Segelpaar in der Bar von der Pitou. Die sind draußen an Anker und ja, wir wollen jetzt was trinken, vielleicht was essen, wie das halt so ist. Und ja, die zwei habe ich über Instagram kennengelernt, haben uns ein bisschen ausgetauscht und haben mal festgestellt, dass wir zur gleichen Zeit hier in Mindelo sind. Und ja, jetzt treffen wir uns einfach mal, haben einen schönen Abend. Es wird jetzt übrigens immer voller hier, immer mehr Boote kommen, ja, immer mehr Leute sind da. Ich denke mal, morgen müsste die AAC oder spätestens am Freitag hier ankommen. Und da ist es heillos überfüllt. Und deswegen treffen wir uns auch heute schon, weil ich mal denke, ab da geht gar nichts mehr in der Bar. Da wird alles voll sein, weil wenn noch 300 Leute mehr kommen, dann ist hier echt Ausnahmezustand. Ich habe gerade ein Problem mal wieder gefunden. Also ich fange gerade mit Kochen bzw. mit Backen an. Und ja, und wir haben unterm Kühlschrank so ein Ablagefach für ja, Kochutensilien, alle möglichen Kramschüsseln. Und ja, jetzt habe ich entdeckt, dass das sind wie so Schrauben, das ist wie so ein ja, wie so ein Brett. Und das ist halt festgemacht mit einer riesengroßen Schraube und da kommt irgendwie Öl durch. Also nicht so geil. Ich denke mal, es kommt irgendwas vom Kühlschrank. Ich habe aber auch keine Ahnung, wo es herkommt. Ja, da müssen wir jetzt erstmal recherchieren, was es ist. Und ja, hoffentlich ist nicht der Kühlschrank, der dann irgendwie kaputt ist oder wir funktionieren tut er. Vielleicht verliert auch einfach nur Öl, ist irgendwo undicht. Und ja, wir hoffen, dass wir das ganz schnell beheben können. Ich habe ja gestern habe ich schönes Apfelmus gemacht, weil ich ja die Bananen müssen weg und deswegen habe ich gestern entschieden, ich mache erstens Apfelmus und zweitens gibt es das heute zu Pancakes dazu. Also ich mache die ja bei mir sind ist das immer alles etwas Besonderes und ich mache dazu halt einfach Bananen mit ein bisschen Teig und ja, das vermische ich einfach. Kokosöl kann man noch dran machen. Ich mache ein bisschen Kokosmehl noch mit dran. Das gibt auch noch ein bisschen Süße und geht ganz einfach, ist ganz schnell zusammengemixt und ja, los geht's. Da ich ja denke, oder ich denke halt, dass morgen, heute oder morgen die AAC kommt, das heißt, ich gehe jetzt nochmal einkaufen und stock mich nochmal auf fürs Wochenende.
weil ich ein bisschen die Befürchtung habe, dann, dass alles hier leer ist oder es halt nicht mehr so viel gibt. Und ja, deswegen ja, mache ich mich jetzt los nochmal in die Stadt und ich nehme dich einfach nochmal mit. Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass es immer voller wird. Also der Steg ist so gut wie voll, nur noch da hinten. Ja, da. Nur noch da sind zwei Plätze frei und die sind bestimmt auch ganz schnell wieder besetzt. Die ersten fahren heute weg. Das sind ja die Leute oder die Boote von der Ile du Soleil. Das sind ja alles französische Boote, die fahren jetzt rüber in die Karibik. Die starten jetzt gerade als erstes und ja, jetzt hier gerade großes Treiben. Alle verabschieden sich und ja, jetzt wird es langsam wieder leer, aber langsam müsste dann auch die AAC kommen.